Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1404. Lang, lang ist her, seit ich hier mal wieder vorbeigeschaut habe. Schon ein paar Wochen mittlerweile. Und wir haben eigentlich noch einen Kaiserdom zu bauen und natürlich Adelige hier in unserer schönen Stadt anzusiedeln. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute schaffen werden. Ich werde es mal probieren. Liegt halt auch immer noch daran, dass die Handelswege so unglaublich kompliziert zu erstellen sind. Also zu erstellen eigentlich nicht, aber detaillierter wird es halt schwierig, die zu managen. Ich muss mich mal eben um unsere Nodia kümmern. Ich muss wohl den Wechsel der Generationen aktivieren. Ja, ja, ich schon recht. Und ne, wir hatten ja beim letzten Mal schon das Problem, dass wir zwar ziemlich viele Produktionen hatten, unter anderem hier unten im Orient, hier oben auf unserer wunderschönen Produktionsinsel, hier unten auch nochmal eine Produktionsinsel, und die Waren müssen ja irgendwie hier zum einen auf diese Insel nach Wolfshaven und zum anderen zum Rüschenhof, wo wir eine komplett neue Siedlung angelegt haben, damit wir auf die 5000 Adeligen kommen. Das Problem ist halt jetzt immer noch, dass wir zwar hier jede Menge Handelsschiffe und Handelsrouten eingerichtet haben hier, allerdings die Waren immer noch knapp sind, weil wir die nicht ordentlich verteilen können. Und ich habe mal mich ein bisschen schlau gemacht, was liegen denn hier für Kisten, wie wir das am besten lösen können. Es gibt keine perfekte Lösung in Anno 1404, weil man diese Handelsrouten nicht so detailliert. Anoria verbraucht ihr letztes Wasser. Was ist denn los? Weil man diese Routen nicht so detailliert einstellen kann, dass man zum Beispiel sagt, hier oben wird ein gewisser Teil. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich komme zu nichts. Dass wir die Routen nicht so einstellen können, dass hier oben zum Beispiel ein gewisser Teil bleibt und dann hier unten der restliche Teil der Produktionen angeliefert wird. Sondern es wird immer alles hier hochgeliefert und das Schiff, das dann zwischen diesen beiden Inseln hier, zwischen dem hier oben und dem hier unten hin und her fährt, holt sich dann ständig neue Waren hier oben und räumt hier das Konto aus. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Alter, was ist denn los? Es läuft momentan nicht so rund. Wir haben einigermaßen viel Geld. 1 Million Goldstücke. Wir haben 3600 pro, keine Ahnung, Tag, Monat. Also kohlemäßig fehlt überhaupt nichts, allerdings halt produktionsmäßig. Und ich würde mich gern mal heute um das kümmern. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Durchgang überhaupt noch schaffen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Wir haben hier verbesserte Geschosse. Die rüsten wir gleich mal aus. Wenn es nicht hinhaut, dann lassen wir es halt gut sein. Aber ganz aufgeben will ich noch nicht. Unleserliche Flaschenpost, die könnten wir theoretisch verkaufen. Wieso nicht? Ansonsten werde ich jetzt nicht mehr viele Missionen machen, die wir hier bekommen, weil wir eh so viel Kohle haben. Wir brauchen nichts, wir brauchen einfach nur mehr Produktion momentan. Hallo Max Zocker. Also, wir schauen mal, hier drüben wird nämlich der Platz auch schon langsam knapp. Wir haben hier noch ein kleines bisschen Platz hier. Hier unten ist schon alles voll. Hier ist noch ein bisschen Platz für eventuell ein paar Kühe. Und hier oben, das ist alles dann schon, ja, durch die ganzen Köhler und Hütten, Glashütten hier, komplett eingenommen. Also der einzige Platz hier auf der Produktionsinsel ist hier noch. Wir haben hier unten noch Platz, den wir eventuell brauchen, unter anderem auch einen Fluss, den wir eventuell brauchen für mehr Wämse, weil, wenn wir uns mal unsere Leute hier anschauen. Uns fehlt es an Gewürzen, uns fehlt es an Brot. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Aber das ist noch nicht alles. Uns fehlt es an Bier und uns fehlt es an Lederwämse. Das sind die Sachen und deswegen können die auch nicht mehr aufsteigen, obwohl sie aufstiegsbereit sind. Deswegen müssen wir schauen, dass wir diese Bedürfnisse jetzt erstmal angehen. Hallo Schilz. Was später heißt, weiß ich noch nicht. Wenn ich keinen Bock mehr habe auf Anno 1404, dann kommt eventuell Factorio. So, also, wir müssen auf alle Fälle hier oben können wir keine Wämserei mehr anbauen, weil wir keine freien Plätze mehr hier auf
dem Fluss haben. Wir könnten theoretisch hier so eine Papiermühle wegnehmen. Wir schauen mal, wie sie ausschaut mit Papier. Wir haben ja auch Maximum an Lederbämse drin. Werden die nicht abgeholt? Vielleicht sollte ich zuallererst mal die Handelsrouten prüfen. Wir haben hier unten Einlagerung von Gewürzen. 2x40 Stück. Dann Indigo 2x40 und einmal Quarz. Indigo und Quarz wird hier oben ausgelagert zum Produzieren. Und die Gewürze werden hier reingelagert. Das ist schon mal okay. Ich hätte gesagt, dass wir hier oben alle Produktionen anlanden und dann einfach nur noch eine Route von Norden nach Süden einrichten, die sich die ganzen Sachen dann rüberbringt. Wir haben hier die Leinenkutten, werden hier produziert. Most, Brot, Glas, Lederbämse. Lederbämse habe ich hier eingestellt, nur 15 Stück. Wahrscheinlich, damit er einfach nicht so viel hier rüberbringt immer. Da müssen wir aber irgendwo noch weitere Wämse auch dann hier rüberbringen. Schauen wir gleich mal. Wir haben hier Bier, das hier unten produziert wird. Da könnten wir theoretisch den restlichen Slot auch nochmal voll machen. Dann hier wird eingelagert Fleisch, Steine, Pelzmäntel und Holz. Wird hier rübergebracht und hier wieder ausgeladen. Und die Zwiebelinsel, die geht jetzt quasi einmal hier im Kreis herum und holt sich dort die Waren. Ah, deswegen habe ich da oben wahrscheinlich das Bier. Ist natürlich vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir hier immer... Ich würde eher sagen, dass wir unser Schiff Fortuna immer nur zwischen den beiden und dem hier hin und her fahren lassen. Dann soll er sich vielleicht die Gewürze von hier holen, hier oben holen. Und auch das Brot, dass wir einfach hier oben alles sammeln, was geht. Und dann hier einfach alles einlagern. Ich glaube, das ist besser. Weil der braucht ja auch ewig lang, bis er hier herumfährt. Ja. Also, wir machen hier Gewürze. Gewürze auf 2 ist okay. Wir lagern in Scheffelsberg. Ich setze auf alle Fälle das hier mal hoch auf 40. Damit die hier rübergebracht werden. Alles auf 40. Weil der fährt ja eh immer nur hin und her. Das heißt, der ist relativ schnell. Und wir holen uns dann die Lederwämse von der Zweierinsel. Dann das Bier wird auch hier hochgebracht. Das wird auch hier rübergebracht. Das ist auch okay. Und dann lösche ich diese Handelsroute. Und bring mal die Waren, die wir hier haben. Fortuna. Bring mal die Waren, die wir hier haben. Fairer Handel. Erstmal in den Kontor. Das ist Stellamaris. Gott, wir haben ja so viele Schiffe. Fortuna. Aus. Bring die erstmal hier runter. Lagern die ein. Ein gutes Geschäft. Und schicken den hier dann auf eine weitere Reise. Fortuna. Fortuna holt sich hier oben in Wolfshafen zum einen Gewürze. Gewürze. Dann brauchen wir, Fleisch brauchen wir noch nicht, die Wämse. Wir brauchen das Bier. Wir brauchen das Brot. Und wir brauchen Bücher. Ich denke mal, das war's erstmal. Most und so weiter produzieren wir auf der Insel. Ich schaue nochmal kurz, was wir hier brauchen. Werde eine Messe lesen lassen. Brot, euch Gewürze, Bier, Lederbämse. Alles andere passt. Wenn es das heißt, ist, womit da wir hier unten relativ kann, viele
Leute dann haben und hier oben eher weniger, werden wir hier dann auch doppelt einlagern. Oh, wir haben nun, wir können ja das Buch können wir weglassen erstmal. Das brauchen nur die Adeligen. Dann würde ich eher sagen, nehmen wir hier. Okay, wir lassen es mal so. Ich will es nicht gleich übertreiben und wir schauen mal, wie es hier dann läuft. Also in Wolfshafen einlagern, in Röschenhof auslagern. Das ist halt jetzt, sage ich mal, der naheliegendste Weg, wie wir die Versorgung sicherstellen. So, der fängt jetzt automatisch an. Fortuna. Wir schauen mal, ob Fortuna sich auf den Weg macht. Noch nicht. Jetzt macht sie sich auf den Weg und wir begleiten sie mal. Voraussetzung ist jetzt natürlich immer, dass hier oben genügend Waren drin sind. Die Waren werden natürlich von denen hier oben auch verbraucht. Also Gewürze ist drin, Lederwämse ist drin, Bier ist drin und Brot ist relativ wenig drin. Und jetzt, da der jetzt immer hin und her fährt, das Problem ist natürlich, der fährt jetzt zu oft hin und her, dass er hier oben wahrscheinlich alles leer räumt. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich ihm ja auch nicht sagen kann, er soll irgendwie einmal noch um die Ecke fahren. Na gut, wir lassen das mal so laufen und kümmern uns erstmal darum, dass wir die Produktion ausbauen. Also, wir brauchen auf alle Fälle noch ein bisschen mehr Brot. Brot stellen wir hier auf der Insel. Her. Wir haben hier relativ viele Windmühlen. 1, 2, 3, 4, 5 Windmühlen, wenn ich mal in mein schlaues Büchlein schaue. Windmühlen brauchen wir immer eins. Zwei Getreidefarmen, eine Windmühle und ein Backhaus. Das heißt, wir müssen auch 10 Getreidefarmen haben. Wir könnten hier oben noch ein bisschen ausbauen, dass wir vielleicht noch ein, zwei... Ja, wobei Getreidefelder werden nicht mehr so viel hier Platz haben. Wir könnten hier oben die Getreidefelder hinsetzen. Zwei Stück. Wir probieren mal, ob wir die hier reinbekommen. Und hier unten dann nochmal die, oder hier rein irgendwo, nochmal die Bäckerei und die Windmühle. Aber die hier nehmen halt relativ viel Platz immer weg. Das ist das Problem. Wir hier überhaupt irgendwo in der Nähe, habe ich keinen Marktplatz. Hier unten wäre noch einer. Wir schauen mal, ob wir die... Oh, wo springt er denn jetzt hin? Ob wir die Felder überhaupt anordnen können. Wir brauchen 3. Das ist... Ah, das ist ja sehr schön. 3 gehen relativ einfach. So. Und jetzt machen wir hier einen Weg hoch. Sie haben sich einen Erfolg verdient. Was haben wir denn für einen Erfolg verdient? 1000 Steinstraßen haben wir gebaut. Wunderbar, das hilft mir jetzt für die Brotproduktion nichts. Macht aber auch nichts. Wir bauen nochmal eine Mühle. Eine Mühle, die wir... Pff, ist alles voll gekleistert hier vorne hinsetzen können. Dann bauen wir hier nochmal... Dann sollen sich die nämlich... die Waren direkt vom Warenhaus holen. So. Dass ich jetzt immer auf die... Ich habe jetzt so oft Factorio gespielt. Und da wird mit Q, mit der Q-Taste... Ich bin gern bereit, mit wird quasi wieder handeln. Aus dem Menü zurückgewechselt. Und jetzt drücke ich hier immer Q. Und wenn ich Q drücke, komme ich hier zu diesem Schiff her. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Ich muss mal die Taste hier, ne? Muss ich meinen Finger runternehmen. So, können wir noch irgendwo vielleicht, dass wir nochmal irgendwo Platz haben für eine weitere Weizenfarm. Hier Produktion unten. Kommt zum Erliegen. Wir haben hier unten auf alle Fälle
nochmal Platz für ein Markthaus. Dann bauen wir das hierher. Ah, sehr schön. Dann sollen die hier nochmal einlagern. 1, 2. Ja, vielleicht klappt sogar, dass wir 3 hinbekommen. So. Ah, da müssen wir doch hier ein Stückchen vom Wald wegnehmen. Ah, nicht viel, das passt. So. Ich nehme mal das hier weg, weil wir hier keinen weiteren Platz haben. Ich muss das nochmal wegnehmen hier. Wir setzen dich ein bisschen rüber. Ist echt wie Tetris-Spiel, ne? Okay, also wir haben nochmal 3 neue Weizenfelder. Das heißt, wir können mindestens nochmal eine Mühle bauen, die wir gleich mal hierher setzen. Dann werden wir hier noch upgraden. Eine Mühle bauen. Theoretisch könnten wir auch nochmal eine zweite Mühle bauen, die dann halt auf halber Produktion läuft. Aber dann sollte hier die Brotproduktion erstmal sichergestellt sein. Wir hauen mal die ganzen Gebäude raus. Einfach weil die es können. Oder auch nicht mehr, weil wir keine Werkzeuge mehr haben. Okay. Haben wir irgendwo ein Schiff, mit dem wir hin und her transportieren können? Ach, das ist unser Flaggschiff. Deswegen springt der mit Q immer hierher. Wir holen uns mal ein bisschen Holz und Werkzeug. Damit wir hier weiterhin schön bauen können, hier drüben. Dann sollte die Brotproduktion erstmal sicher sein. Wir schauen gleich mal, ob ihr müsst mir in dieser Angelegenheit die Warenlager jetzt dann sollte nicht länger aufgeschoben werden. Ob die dann schon leer sind. Also nochmal eine Mühle hier in die Mitte rein und 2 Backhäuser. Hier oben geht eins, ich würde es aber immer lieber hier bauen. Dafür brauchen wir aber nochmal einen Weg. Ihre Bevölkerung verlangt nach Besitztümern. Jetzt spielen wir eh. Ich glaube, das ist das leichteste Szenario momentan. Und trotzdem. Vielleicht hatten wir auch nur Pech mit den Inseln. Vielleicht spiele ich aber auch nur zu schlecht. Ich weiß es nicht. So. Also. Die Brotproduktion müsste demnächst anlaufen. Wir können natürlich hier auch noch schön ausbauen, wenn wir schon dabei sind, dass wir hier nochmal ein paar Lagerhäuser bauen. Damit wir... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Damit wir mehr Platz haben. Hier oben geht nichts mehr. Okay. Sehr schön. Damit wir hier nicht irgendwie an eine Oberkapazität kommen. So, und jetzt schauen wir mal hier rein. Wir haben hier kein Bier. Wir haben hier kein Brot. Oh, das ist so blöd. Das ist einfach nur blöd. Weil er hier immer alles mitnimmt. Hier wahrscheinlich im, ja, natürlich überschwänglich haben wir hier alles. Und ich kann ihm nicht einstellen, dass er hier oben bestimmte Teile zurücklässt. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung.
Deswegen sind die jetzt natürlich immer angepisst. Weil die halt nichts haben, ne? Das Bier ist alle. Da wäre ich auch angepisst. Lass mal hier alles einkaufen, was geht. Das wird eh nie voll sein, aber damit er wenigstens von den Händlern auch noch ein bisschen was einkauft. Ich könnte jetzt ihm hier natürlich sagen, dass er zum Beispiel nur die Hälfte an Bier mitnimmt, aber das führt ja nur dazu, dass er dann statt einmal hin und her fährt und die 40 Tonnen mitnimmt, dann fährt er halt zweimal hin und her. Ne? Also wir gewinnen ein bisschen Zeit, aber das ist nicht viel. Und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, dass er hier in diesem Kontor dementsprechend noch immer Maximum 20 Wämse drin lässt. Wir könnten natürlich jetzt eine zweite Route machen, die dann von 2 Richtung 1 wieder was zurückbringt. Das heißt, dass wir immer die Waren hin und her bringen und sich darauf hoffen, dass die Bewohner von den Inseln, dass die sich dann ganz schnell die benötigten Güter holen, während die dann wieder wegtransportiert werden. Ich kann hier nur einstellen, wie viel eingelagert werden soll im Schiff. Ich kann nicht einstellen, wie viel im Kontor verbleiben soll an Waren. Das geht nicht. Das bringt das Ganze durcheinander. Ich weiß nicht, wie das andere lösen. Ob die dann immer direkt von den Produktionsinseln quasi hier weg die Sachen wegbringen. Kann natürlich auch sein. Oder wir richten einfach einen Weg hier runter ein, damit er einfach mal ein bisschen unterwegs ist. Ne, da, weil jetzt ist er ja so schnell hin und her unterwegs, dass wir ihn hier runterbringen. Ich mache das jetzt mal. Ich füge mal das Kontor Karheim hinzu. Und er soll hier nichts machen hier unten. Er soll einfach nur runterfahren und dann wieder hier hochfahren und einladen. Vielleicht beruhigt sich dann hier oben etwas die Lage. Schau mal, ob hier Brot ankommt jetzt. Jetzt ist Brot angekommen. Aber wo bleibt... Es ist mir wie immer eine Ehre. Wo bleibt das Bier? Das Bier kommt von hier unten. Das heißt, wir werden... wir müssen auf alle Fälle die Bierproduktion auch noch ankurbeln. Da haben wir aber auch noch genügend Platz. 63, 70 passt auch. Das heißt, wir brauchen für die Bierproduktion... ein Klostergarten, eine Getreidefarm und eine Klosterbrauerei. Also 1, 1, 1. Sehr gut. Damit der hier unten... alles Bier mitnehmen kann, was er tragen kann. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Also, das heißt, dann machen wir das hier drüben. Ihre Bevölkerung verlangt nach Besitztümern. Bücher. Bücher wollen die. Die wollen jetzt auf einmal Bücher für... Haben wir hier keinen Büchertransport hier rüber? Ich glaube, der ist noch nicht eingerichtet. Das heißt, wir müssen für ihn... Machen wir jetzt noch die Bücher rein. So. Eieieiei. Wenn wir Glück haben, dann ist die Zeit jetzt hier, die das Schiff braucht, hier runter, ist die jetzt lange genug, dass in der Zwischenzeit die Waren hier schön rüber transportiert werden, die hier sich genügend eindecken und wir uns dann den Rest hier auf die nächste Insel holen. Wenn nicht, dann müssen wir einen Abstecher machen hier rüber zu unserer zweiten Insel und dann erst wieder zurück. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nennt man, glaube ich, sowas. Gut, also wir bauen hier drüben erstmal ein Handelshaus. Mittig rein. Dann bauen wir 2 Weizenfelder. 2 Klostergarten. Und
zwei Brauereien. Wir bauen mal die Felder zuerst, bevor wir die Brauereien bauen, damit wir sehen, wie viel Platz wir hier haben.